Bandgate, mein Gott, was für eine Diskussion um ein biegbares iPhone. Ja, wir haben es im Test mit der Hand gebogen und ja, das war auch nicht besonders schwer und auch ja, die Konkurrenz war deutlich schwerer zu verbiegen. Aber die Diskussion ist riesengroß und es scheint, als wäre der Apple-Skandal zum iPhone 6 mittlerweile im Alltag angekommen. Mittlerweile wird einem schon in Shops von Mobilfunkanbietern aktiv davon abgeraten. So passiert meinem Kollegen Robert. Robert, was war denn da los? Ja, ich war in der Hamburger Fußgängerzone bummeln, wollte mich mal nach dem neuen iPhone erkundigen, ein bisschen schauen, was das alles so kann und schaue mir den Präsenter an und der war halt mal total verbogen. So. Mhm. Und ich habe den Verkäufer daraufhin angesprochen und er meinte halt, er hat mir gar nicht die Vorzüge des Gerätes erklärt, sondern hat einfach gleich gesagt, sowas willst du doch gar nicht haben, oder? Und hat das dann halt dementsprechend nochmal demonstrativ gebogen und deswegen habe ich es mir nicht gekauft. Okay, es ist tatsächlich ziemlich uncool, A, dass das Gerät nur darauf reduziert wird und B, dass mittlerweile Berichte im Internet auftauchen, nachdem Leute in den Store gehen, also Kinder in dem Fall, und die iPhones verbiegen. Ich meine, das macht man einfach nicht. Trotzdem, Bandgate ist im Alltag der Kunden angekommen und wir haben uns mal auf der Straße umgehört, wie sehr. Eigentlich dachten wir, dass wir mit unserem Testvideo, wie wir das iPhone 6 Plus live vor der Kamera verbiegen, schon alles zu Bandgate gesagt hätten. Allerdings scheint dieser Skandal sich jetzt im Alltag ein wenig breiter zu machen als vorher gedacht. Und zwar sind wir hier in Hamburg-Rahlstedt am Vodafone-Shop und dort wurde einem potenziellen iPhone 6 Kunden von einem Gerät abgeraten. Nun ist es ein bisschen schwer, einen O-Ton zu bekommen, weil die Mitarbeiter alle nichts vor der Kamera sagen dürfen, aber ich war gerade drin und habe mich mit dem Filialleiter unterhalten. Und es ist also so, dass das iPhone 6 Plus Ausstellungsgerät verbogen wurde von den Mitarbeitern, die das ausprobiert haben nach unserem Video, festgestellt haben, dass das Gerät viel zu leicht biegt, wenn man sich ein bisschen anstrengt und dementsprechend den Kunden, die sich jetzt für das 6 Plus interessieren, von dem Gerät abraten. Das ist schon eine ziemlich ernste Sache, wenn dem Kunden schon abgeraten wird, ein bestimmtes Gerät zu kaufen, nur weil sich das leichter verbiegt als andere, aber trotzdem eigentlich den Alltag ganz gut übersteht. Das wäre einer der Gründe, warum ich es nicht kaufen würde, weil es eben nicht stabil genug ist. Also ich brauche definitiv ein robustes Smartphone, weil dieses 6, welches da jetzt gezeigt worden ist, ist zu weich für meine Sachen, die ich brauche. Weil ich bin auch extra reingegangen, habe versucht, guckte ich schon, es ist leicht biegsam und das wäre nicht so für mich, weil das Ding ist, dass ja die Dinger würden jetzt immer größer und größer, die werden ja nicht kleiner. Man sieht, Bandgate ist definitiv ein Problem für Apple. Auch wenn für eine Biegung im Smartphone ein wenig Gewalt vonnöten ist, scheint es Kunden abzuschrecken. Die bisherige Reaktion seitens Apple reicht also doch nicht völlig aus und es besteht weiterhin Klärungsbedarf zu diesem doch heiklen Thema. Doch solange man das Smartphone pfleglich behandelt, hat die aktuelle Generation definitiv mehr zu bieten als eine weiche Hülle aus Alu. Was genau, steht im Computerbild-Test der kommenden Ausgabe.